So, liebe Leute, dann versuchen wir es nochmal. Oder auch nicht. Ah, shit. Shit, 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 shit. Ja, okay. Die Folge fängt hervorragend an. Sieht er uns? Nee, der sieht uns nicht. Oh, das sind so viele von den Jungs, ey. Das ist ja echt grausam. Genau, geh mal da lang. Ist okay. Ah, shit, hier kommen wir so einfach nicht hoch, ey. Na, da drüben liegen überall die Leichen rum. Voll witzig. Vielleicht kriegen wir auf der Seite mehr. Da sehen uns zumindest die anderen dann nicht. Gott. Der Typ rennt doch hier auch immer vorbei, oder? Kommt natürlich drauf an, von welcher Seite die Jungs kommen. Da können sie durch und da können sie durch. Andere Zugänge gibt's nicht. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir halten hier einfach mal einen Moment aus, bis der nächste vorbeikommt. Was anderes bringt uns ja nichts. Da kommt doch schon der Erste. Komm raus, los! Komm du doch her, los! Moment mal. Ein von uns hat's erwischt. Ja? Wir haben Gesellschaft. Ich will, dass wir mit der Suche beginnen. Jetzt komm doch mal her, du. Eine Knarre mit Schalldämpfer wäre jetzt halt hervorragend, aber... Ach, Mann. Ah, shit, der geht ja da hoch. Moment. So. Jetzt sind wir zumindest schon mal so weit. Das sind einfach zu viele, ey. Was haben wir denn hier? Aha! Na da, schau an. Wow.
Alter! Hier schmeiße ich nochmal eine Granate. Hier, so, genau. Das kriegen wir nicht hin, das schaffen wir nicht. Boah, das ist echt krass. Wie soll man das denn schaffen, ne? Da unten läuft noch einer. Okay, kriegen wir den da irgendwie so platt gemacht? Müssen die nach und nach ausschalten, alles andere macht keinen Sinn. Hier hat's einen erwischt. Seid vorsichtig. Verteilen wir uns, Leute. Hier drüben, mein Baum. Verdammt. Ja, verdammt. Alter. Was ist denn mit dem da drüben? Oh, das ist zu nah. Meine Fresse. So ein Mist. Alter. Wo schießen die denn da so heftig? Da oben. Alter, da kommst du gar nicht zum Reden vor lauter Konzentrieren, ey. Was soll denn der Mist? So, komm, den kriegen wir doch jetzt platte. Gott, ist das krass. Alter, was machst du denn? Oh Mist. Komm raus.
Ich treffe den Typen nicht. Ja! Den haben wir schon mal. Gott. Alter. Was ist das jetzt? Krasser Scheiß. Mann, Mann, Mann. Können wir nehmen mal die Knarre hier. Ich glaube mit der... Ja. Mit der haben wir, glaube ich, mehr Spaß. So. 79 Schuss haben wir. Was liegt hier noch? Oh, ein Scharfschützengewehr. Das wäre natürlich auch überragende Sache, ne? Schade, dass man keine zwei. Dass wir keine zwei Knarren tragen können. So. Okay, wir nehmen das Scharfschützengewehr mal mit. So, wo müssen wir denn hin? Ich schätze mal hier rüber. Was liegt denn da noch? Ah, Waffe mit ordentlich Durchschlagskraft. Das ist das, was wir brauchen. Okay, da kommen wir nicht hoch. Da müssen wir hoch. So. Oder auch nicht. Ah, doch, hier geht's weiter. Gott. Wo lang? Ja, das ist eine gute Frage, wo lang? Oh. Was ist das? Lesen. Verehrter Finder dieser Nachricht, Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet und andere, um an Arrays Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihnen jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hatte, seine Meinung laut auszusprechen. Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitung für die Heimreise traf und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und ich floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugeln ihr Ziel erreichten. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffender Justiz erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott und im Himmel, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes. 1808. Ja. Wow, ganz schön düster. Du sagst es. Burns Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. So, dann mal da hoch. Boah. Halt, ihr Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du?
Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten. Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay, die letzten 15 Jahre Ach, meines komm, Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Tja, da haben wir wohl was gefunden. Hier, schön, piratenmäßig. Gucken wir mal. Boah, was rennen da für Affen rum? Cool. Was haben wir hier? Einen alten Karren? Treppen? Ist wo lang? Da links lang, okay. Sein. Ja, hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Immer tot. Okay. Nathan, hier lang. Alter. Gucken wir mal, ob wir hier den Schatz finden. Sam, hier oben. Ich komme. Ah, hier geht's weiter. Na, natürlich. Na. Keiner zu Hause. Hier sah es auch schon mal besser aus, hm? Ja, ganz besonders das Dach. Na, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Okay. Was haben wir denn hier alles Schickes? Sieht ja nice aus. Da ist was. Was haben wir denn da? Immer eine gute Idee, da so alte Sachen zu bewegen, ne? Wird immer gern genommen. Ja, das darf nicht wahr sein. Hey Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Wo denn? Na los, hier lang. Ah ja, hier, okay. Staubig. Staubig und alt. Das ganze Gekrieche ist ein gutes Oberschenkeltraining. Sieh dir das an. Das ist keine Strohhütte. Ja, das ist waschechte Maurerarbeit hier. Ja, aber wo kamen diese Maurer her? Normalerweise hat man vielleicht ein paar gute Schreiner an Bord. Küfer. Aber keine Maurer. Tja, das sagst du so. Geben würde. Wir haben eine. Ja, ernsthaft? Ja, ja. Auf dem Boot bei unseren anderen Sachen. Oh, danke. So. Endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es.